Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserer Partie des 11. Spieltages. Wir sind am morgigen Samstag um 14 Uhr zu Gast bei Arminia Bielefeld. Wir haben bisher im Vorverkauf 2400 Karten verkauft. Die Tageskasse hat aber morgen noch geöffnet in Bielefeld. Wir freuen uns auf weitere Unterstützung. Mit mir hier oben Lukas Szczepanik und Heiner Backhaus. Und Heiner, wie gewohnt, einmal das Personalupdate. Ja, hat sich wenig getan zum letzten Spiel, zum Glück. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Verletzungen dazugekommen durch die vielfache Belastung die Woche. Wir können im Grunde aus dem Vollen schöpfen, haben die Qual der Wahl eines Kaders wieder heute zu bestimmen. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr positiv und zeigt, dass die Jungs von unserem Athletiktrainer auf den richtigen Weg gebracht wurden, dass wir solche Phasen auch durchpaddeln können und freuen uns jetzt einfach auf einen alten Westklassiker, den es, glaube ich, seit 12 Jahren nicht mehr gab, auf Wettspiel- oder auf Pflichtspielebene. Und werden mit Sicherheit da nicht hinfahren, um einfach nur ein guter Sparringspartner zu sein, sondern wollen versuchen, auf Augenhöhe zu spielen. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Um vielleicht schnell beim Personal zu bleiben und das abzuhaken, einer ist gesperrt, einer kommt zurück. Sind das der absehbare einzige Wechsel oder wird es eine andere Änderung in der Formation? Also, dass die beiden gegenseitig sich da wieder ergänzen, ist klar, weil das war auch gut, dass nicht beide gleichzeitig gesperrt waren. Ich hätte das Spiel schon gerne auch mit Sufi gespielt, sage ich ehrlich, jetzt in Bielefeld, weil es da sehr viel um zweite Bälle gehen wird. Ja, wo einfach da, es wird ein Kampfspiel. So würde ich mal in die Runde schmeißen wollen. Und Sufi ist natürlich ein sehr guter Ballgewinner, ein sehr guter Gegenpressing-Spieler, ein sehr guter Umschaltspieler. Bentley Baxter war natürlich pure Erfahrung, der zurückkommt in so einem Hexenkessel. Ich erwarte mehr als 2400 Aachener dort. Bitte unterstützt uns, es wird ein geiles Spiel. Wir haben richtig Bock. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir unsere Erfahrung auch da wieder dabei haben. Ansonsten muss man noch mal kurz das Abschlusstraining gleich abwarten. Gibt ja auch taktisch den einen oder anderen Wechsel oder die Möglichkeit zu wechseln. Ich denke da auch an die etwas kränklichen Spieler von letzter Woche, die da noch ein bisschen zu früh, jetzt war das letzte Spiel. Gucken wir heute mal hin und kann mir durchaus vorstellen, dass wir trotzdem gerade ein, zwei Positionen anpassen werden. Ist die Ausgangslage vergleichbar mit der vor dem Rostock-Spiel oder ist die Hürde anders jetzt? Ich glaube, in jedem Spiel gibt es eine Riesenhürde. Das ist immer der Gegner, der das gleiche vorhat wie wir. Ne? Und jetzt hatten wir gegen Unterhaching vielleicht so ein bisschen die Favoritenrolle, sind aber auch, denke ich, gerecht geworden. Gerade in der ersten Halbzeit, wie wir da Fußball gespielt haben, war im Stil einer sehr, sehr guten Mannschaft. Und jetzt ist ein Spiel, wo der Gegner natürlich auch den Anspruch hat, uns zu dominieren. Ja, und dafür haben sie einen qualitativ hochwertigen Kader. Ja, haben ganz klare auch Ziele definiert. Wir haben, wie gesagt, in den letzten 12 Jahren, wo wir nicht mehr gegeneinander gespielt haben, auch in der ersten und zweiten Liga gespielt. Wir halt nicht, aber das heißt ja nicht, dass wir am Samstag irgendwie noch meilenweit auseinander sein müssen. Und dementsprechend wird es darum gehen, jedes Spiel in dieser Liga einfach maximal ernst zu nehmen. Nicht zu sagen, dass es irgendwie ein Bonusspiel, weil die Punkte haben wir eh nicht eingeplant oder irgendwas. Sondern wir sind in der Lage, gegen jeden zu bestehen. Wir haben auch in Dresden bestanden, wir haben in Rostock gewonnen. Und ohne das vorauszusetzen, aber ich versetze voraus, dass wir einen großen Kampf liefern. Und das ist das, was wir spielen wollen. Wir wollen unser Spiel durchbringen mit allem, was wir haben. Und dann kann man auch mal ein Spiel verlieren. Denn einer unserer Leitsätze ist, wir spielen so, wie wir glauben zu gewinnen, aber wie wir immer auch bereit sind zu verlieren. Und das, glaube ich, zeichnet diese Mannschaft aus. Hat diese englische Woche mit zwei Erfolgen etwas geändert? Ist noch mehr Erfolg. Selbstbewusstsein im Bus? Erfolg ist immer Lebensqualität. Ja? Also gewonnene Spiele, was da nach dem Spiel abgeht hier in Aachen, ist ja wie eine Droge, auf Deutsch gesagt, ja? Im positiven Sinne. Und das willst du haben, das ist ja ein Ziel. Ne? Du denkst ja nicht, wenn du jetzt ein Spiel gewinnst, geil, ich habe eine Prämie verdient, sondern du denkst daran, geil, ich kann gleich vor diese Kurve und kann freudig strahlende Gesichter sehen. Das ist für uns der Dank, wenn wir das machen. Und das tut gut, aber wir wissen, wo das herkommt. Und es darf nie dazu führen, dass wir einen Schritt weniger machen oder irgendwas. Es bestätigt uns, das gibt uns Sicherheit, auch für die Art und Weise, wie wir spielen und dass wir in der Liga gekommen sind und dass wir jeden auch schlagen können, aber nicht mehr und nicht weniger. Insofern wissen wir genau, was wir auch alles investieren mussten, um so ein Spiel zu gewinnen und auch in Rostock zu gewinnen. Und dieses Invest ist nicht verhandelbar. Und deswegen bin ich so froh, dass ich tolle Jungs habe, die das alle mittragen und
die auch die Jungs mitnimmt, die vielleicht mal ein bisschen Hänger haben oder vielleicht mal ja, nicht spielen. Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich Trainer dieser Mannschaft bin. Die Hinrunde ist ja jetzt schon über die Hälfte gespielt. Habt ihr ein Gefühl dafür oder würdet ihr sagen, da gehören wir auf jeden Fall hin und wir können an einem guten Tag, wenn wir an unser Maximum kommen, auch gegen jeden bestehen? Oder gibt es da noch Unsicherheiten? Nein, das Gefühl ist da, dass wir gegen jeden auch gewinnen können. Das ist da. Aber wir gucken nicht auf die Tabelle. Das tun wir nicht, weil das würde uns vom Hier und Jetzt wegreißen und würde entweder zum Träumen verleiten oder zur Traurigkeit verleiten. Insofern geht es ja nur um die Leistung. Und deswegen sage ich jeden Tag, jedes Spiel ist machbar zu gewinnen. Jedes Spiel, wenn wir es aber nicht maximal intensiv angehen, kannst du verlieren. Und deswegen geht unsere ganze Energie nur dahin. Unsere Leistung ist wichtig. Jeder Spieler muss seine Aufgabe gegen den Ball lösen, muss seine Aufgabe mit dem Ball lösen, muss für den Mitspieler da sein. Braucht eine Körpersprache, die zur Energiegewinnung dazu beiträgt. Und so ist es in der dritten Liga einfach. Und am Ende ist es ja so eine enge Liga und so viele Spiele auch in englischen Wochen kommen auf dich zu. Da geht es ja auch immer um eine riesige Frustrationstoleranz. Ne? Wenn du mal nicht in so einer Phase bist wie wir jetzt gerade, wenn du eine andere Phase hast, einfach, dass du da einfach weißt, guck mal, nach Regen kommt Sonne und umgekehrt. Und deswegen sind wir da völlig bei uns. Wie ergeht es dir? Du bist einer der erfahrenen Spieler, auch mit einer Vita schon in der dritten Liga. Welchen Eindruck hast du jetzt mit der Mannschaft in der Umgebung? Ja, spannende Frage. Gut, jetzt in meinem ersten Jahr in der dritten Liga, ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, vor 5 Jahren gewesen, da war das so, dass wir von oben gegrüßt haben. Dann haben wir einen anderen Fußball gespielt. Da hat sich das aber nach hinten heraus anders bewahrheitet. Also da haben wir dann irgendwann die Kontrolle verloren. Das war wenig vergleichbar zur jetzigen Situation. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, ich würde jetzt nicht sagen überraschend, aber auf jeden Fall so, dass man das uns auf die Fahne schreiben muss. Und ich glaube, das gebührt Respekt, ist halt die Tatsache, dass wir einfach gegen jeden Gegner hier teilweise mindestens auf Augenhöhe waren. Ja, und das gibt einfach Mut und Selbstvertrauen, weil wir einfach merken, wir haben schon gegen viele Mannschaften auch von oben gespielt, ja, und auch jetzt schon Auswärtspartien gehabt vor einer riesen Kulisse. Ich meine, wir sind es von zu Hause gewohnt, aber natürlich ist auch für uns in der Hinsicht was Neues, als dass wir normalerweise gewohnt sind, dass die riesen Kulisse halt unsere Anhänger sind. Von daher ist es dann natürlich schon auch mal was anderes, so Gegenwind zu bekommen. Von daher helfen uns auch unsere Fans, die halt immer uns tatkräftig unterstützen in der Ferne. Und aber ich finde halt gerade, was wir aufs Tableau bzw. aufs Feld zeigen, ist halt wirklich aller Ehren wert. Und wir hauen uns jedes Spiel rein. Wir bringen immer die Tugenden auf den Platz, die uns stark machen, an die wir glauben schon seit Tag 1, seitdem der Trainer hier ist. Und das haben wir letztes Jahr gezeigt. Da haben wir nahtlos dran angeknüpft. Und deswegen, ja, jeder im Team ist guter Dinge, weil jeder spürt das Vertrauen in das Team, in jeden Einzelnen, und das zeigen wir auch. Wenn man aufsteigt, dann gibt es ja diese Unsicherheit, wie komme ich klar. Du hast jetzt fast überraschend gesagt, wie unsicher warst du, ob deine Mannschaft da bestehen wird? Am Anfang der Saison, ja. Ist jetzt die Frage. Oh, ich habe mir diesbezüglich gar keine Gedanken gemacht, weil ich das Einzige, was ich sagen kann, ist, den Fußball, den wir letztes Jahr gespielt haben, mit dieser Intensität, diesem Willen, ja, und dieser Wucht einfach, die wir dann zusammen mit den Fans einfach immer wieder aufs Feld bringen, wo dann einfach der Gegner jedes Mal gezwungen wird von uns eigentlich, diese Intensität mitzugehen, weil andernfalls die Waage immer zu unseren Gunsten kippt, war mir bewusst, dass dieses Spiel halt auch in der dritten Liga erforderlich sein wird. Ne? Also ich meine, meine Erfahrung hat mir gesagt, dass in der dritten Liga auch noch mehr Kampf tatsächlich gefragt sein wird. Und ja, das bestätigt sich. Und ja, viele Mannschaften trotzdem auch in der dritten Liga sind, glaube ich, davon überrascht, was wir einfach in der Lage sind zu leisten. Spieltag für Spieltag, auch in der englischen Woche da nicht nachlassen, weil wir auch einfach einen gut breit besetzten Kader haben und jeder halt auch diese Intensität gehen kann. Und deswegen lassen wir auch nicht nach mehreren Spielen in der Woche mal ab von dieser Leistung. Und ja, ich glaube, das ist schwierig dann für jeden Gegner. Hat sich die Liga in deiner Abwesenheit verändert? Stellst du da fest, ist eine andere Intensität oder ist das noch so wie damals dazu?
Nee, ist eigentlich viel gleich. Also oftmals halt der Kampf um den zweiten Ball, Kleinigkeiten, Nuancen, die da ausschlaggebend sind, ob das Ding vorne reingeht oder hinten. Höchste Konzentration gefragt, weil die Gegner einfach effizienter sind als in der Regionalliga. Das war damals schon so. Von daher gilt es einfach, jedes Spiel bei Null anzufangen, sich nicht irgendwie was einzubilden auf den Erfolg des letzten Spieles. Ja, und immer voller Fokus und dann ist alles möglich. Was auffällt, und da kann man ja vielleicht schon von einem Muster sprechen, dass ihr in jedem Spiel gut reinkommt, dass ihr von der ersten Minute an da seid. Was passiert vorher? Gibt es rohes Fleisch in der Kabine oder wie kommt das zustande? Naja, also wir sind einfach immer bis in die Haarspitzen motiviert. Das liegt halt auch, muss man wirklich sagen, nicht weil er jetzt neben mir sitzt, aber also der Trainer schafft es wirklich mit seiner Ansprache, mit seiner Art, das haben wir auch in der Doku gesehen, und immer die richtigen Worte auch zu bringen in der richtigen Form, dass jeder da angestachelt ist, aber es trägt halt auch jeder im Kader mit sich, ne? Also intrinsisch einfach schon so, würde ich mal behaupten, dass jeder einfach weiß, was auf dem Spiel steht, weiß, dass hier eine große Verantwortung auf der Brust eines jeden Einzelnen ist. Und das will er einfach von vornherein direkt zeigen. Gerade hier bei den Heimspielen sind wir natürlich immer mit den Fans zusammen direkt so angestachelt, dass wir direkt diese eine nach der anderen Welle dann auf den Gegner zurollen wollen, dass der nicht weiß, wo hin und vorne ist ungefähr. Das haben wir, glaube ich, jetzt im letzten Spiel gerade auch ziemlich gut gezeigt. Und da wollen wir anknüpfen. Das heißt, auf den letzten Meter, bevor ihr denn aufs Spielfeld kommt, werdet ihr nochmal hochgezogen, gibt es nochmal kurz... Ja, also wir sind alle natürlich immer vorher schon voll im Tunnel, voll im Fokus. Und dann halten wir eine Ansprache, beziehungsweise der Trainer und der ein oder andere Spieler auch mal. Und auf dem Platz, das macht dann der Sascha Strulic immer kurz vor Anschluss. Da gibt es ja auch nochmal ein paar Takte, ein paar passende Worte und dann zur Sache. Ja. Es hat eine, weiß nicht, ob es eine Ansprache war oder zumindest so einen Kreis gegeben nach dem zweiten Tor. Ich glaube, Sportskamerad Gaudino hat den initiiert, da wart ihr zusammen, wollt jubeln, aber ihr habt dann auch kurz ein paar Sachen schnell geklärt oder besprochen. Ja, das haben wir auch schon im Training teilweise gemacht, ja, haben wir auch schon gesehen bei den Standards in der Vergangenheit jetzt, dass wir da uns mal auf dem Platz nochmal kurz schließen, was jetzt gemacht wird, taktisch, inhaltlich, wie wir das dann auch machen wollen, beispielsweise bei Eckenkonstellationen, und ja, das ist so ein Ding, was wir uns auch jetzt zu eigen gemacht haben, und ja, das glaube ich, trägt auch seine Früchte. Du spielst mal links außen, mal Achter, mal Zehner. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, wo würdest du denn bevorzugt auflaufen? Auf dem Platz. Und eigentlich ist es mir tatsächlich zweitrangig, weil ich habe in der Vergangenheit schon einige Positionen gespielt. Das ist eigentlich in der Vergangenheit oft so gewesen, dass es die linke Schiene war, ja. Mal defensiv, mal offensiv. Jetzt ist es so, dass ich dann aber auch oftmals schon im Zentrum gespielt habe, irgendwie auf so einer 8er, 10er Position. Und das ist eigentlich für mich ja kaum was anderes. Also ich habe das beides drin, und deswegen ist es eigentlich für mich zweitrangig, weil ich dann einfach ja immer versuche, die gleichen Stärken, die mich auszeichnen, auf den Platz zu bringen. Und ich versuche das immer in bestmöglicher Form dann auch. Bist du ein abergläubiger Spieler? Nee. Die Frage hat natürlich den Hintergrund, dass nach deinem letzten Besuch einer PK du zwei Tore geschossen. Ja, da erinnere ich mich auch. Sehr gut. Ja, also für diejenigen, die daran glauben mögen. Ja, du musst dran glauben. Also ich würde nicht behaupten, dass ich abergläubig bin, aber dennoch nehme ich das natürlich gerne zur Kenntnis und habe das auch schon im Hinterkopf natürlich gehabt, und würde mich freuen, wenn ich das dann auch an dieser Stelle bestätigen darf oder kann und werde. Ich frage an Sie beide, wie ist das, wenn man jetzt auf einmal dann wieder auf der Alm spielt, wenn man im Ostseestadion spielt? Sie haben es eben angesprochen, diese Motivation, die von der anderen Seite auch kommt, also der Druck, der kommt von den gegnerischen Fans und so, macht schon ein bisschen mehr Spaß als irgendwo auf dem Land vor 1000 Leuten zu spielen, oder? Es ist ein Traum. Es ist ein Traum, das zu erleben. Was soll man sagen? Ich glaube, für jeden Fan genauso, aber doch auch für uns. Also ich meine, als Spieler ist es noch ein bisschen einfacher, weil du hast irgendwie, wie viel haben wir im Kader? Wir haben gerade so viel im Kader, aber ja, wir können fast schon mit zwei Mannschaften hinfahren. Nee, aber Spaß beiseite. Es gibt in der ersten Liga 18 Trainer. Davon sind nicht alle, sogar noch nicht mal aus Deutschland, in der zweiten Liga 18 Trainer, und es gibt in der dritten Liga 20 Trainer. Und
wenn du einen Platz davon hast und sowas erleben darfst in so einem Club wie hier, das ist ja schön, da geht's ja gar nicht. Habt ihr Almerfahrung? Hast du da mal gespielt? Ich habe da gespielt. Für mich ist es neu. Also mit Hannover oder? Nee, ich hab bei Arminia Bielefeld gespielt. In dem Jahr, wo Arminia 9. in der Bundesliga war, da war ich immer so ein Springer zwischen der U23 und den Profis und habe unter Uwe Rapolder viel gelernt. Viel gelernt, ja. Was denn? Was kann man von Uwe Wacholder lernen? Uwe Rapolder ist fachlich, das möchte ich an der Stelle mal sagen, einer meiner zwei besten Trainer. Fachlich. Warum der nicht höher trainiert hat, das soll andere beurteilen. Aber fachlich gesehen, was Vertikalspiel angeht, was damals schon Pressing angeht, was Abläufe mit dem Ball angeht, alles war schon seinerzeit, also wirklich mal weit voraus. Aber man hat sich bei ihm damals nie so psychisch, oder ich zumindest, aber ich habe mich nie psychisch so stabil gefühlt, als dass ich an meine 100% rangekommen bin, weil einfach er so eine massive Ausstrahlung hatte, so eine Respektsperson war und aber trotzdem, heute, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, also heute habe ich Hochachtung vor den Trainern aus dieser Generation, weil das war von den Entscheidungsbildern, war das schon, also da können wir uns heute viel von abschauen, ne? Viel von abschauen heute. Wir waren ja andere, nur um das zu verfolgen. Ja, du weißt ja, ich habe ja mit Wolfgang Frank einfach einen gehabt, der die beiden und auch Ralf Rangnick, muss ich sagen, das sind so meine drei Inspiratoren. Und da sind wir heute meilenweit von weg, alle in unserer Generation. Meilenweit. Wolfgang Frank ist für so eine ganze Trainergeneration so eine Leitfigur gewesen. Ja, weil es einfach ums Team ging. Also wir haben ja heute mit einer anderen Generation Spielern zu tun. Wir haben auch immer mit viel höheren Fluktuationen zu tun im Kader. Früher haben wir viel länger bei Vereinen gespielt. Oder ich jetzt nicht, weil ich war auch nicht gut genug. Aber die Stammspieler waren viel länger in den Clubs als heute. Und dementsprechend gab es eine ganz andere Identifikation auch mit den Vereinen. Und wenn du dann so einen Wolfgang Frank hattest, der war ja auch so ein bekannter Feuerwehrmann immer, in Vereine zu kommen, wo es wirklich immer schlechter lief und wo weniger Qualität auf individueller Ebene war als bei den Gegnern. Wenn du dabei warst, wie er es geschafft hat, Mannschaften zu Mannschaften zu werden. Also du kannst gegen Wolfgang Frank, wir waren wirklich alle gemeinsam in einem Boot. Also von der Reinigungsfachkraft im Stadion bis zum Kapitän haben alle an diesem einen Strang gezogen. Und ich glaube, das ist das, was auch der Klopper von ihm mitgenommen hat. Er kann es natürlich ganz anders verkaufen, weil er einfach viel eloquenter und redegewandter war und auch nochmal einen halben Meter größer war als Wolfgang Frank. Aber der Ursprung von Erfolg ist immer, dass in der Mannschaft viel mehr ist als die Einzelsumme seiner Einzelspieler. Und am Ende kannst du hier auch die Schablone mal drüberlegen. Wenn du das jetzt mal mit Bielefeld vergleichst fürs nächste Spiel, schau dir mal an, wie viele Bundesliga-, Zweitliga-Einsätze da auf unsere Mannschaft prasseln. Das ist auf jeder Position schon ein Unterschied, müssen wir mal klar sagen. Aber das heißt ja nicht, dass wir da verlieren. Und das reizt mich an solchen Trainern, weil wenn du die besten Spieler hast und dann gegen einen Aufsteiger gewinnst, das ist für mich auch schwer, aber es ist nicht so schwer, als wenn du mit dem Aufsteiger vielleicht beim großen Favoriten gewinnst. Das ist halt das, was wir von dieser Generation Trainern viel mitnehmen können. Was wisst ihr von Bielefeld, die auch, genau wie ihr, mit zwei Siegen in dieser englischen Woche bislang unterwegs sind? Ja, wollte ich mal reden, dass das einer der Favoriten war und ist in der Liga. Ja, die sich letztes Jahr so ein Stück weit schwer getan haben, daraus aber ihre Lehren gezogen haben, auch im Kader was verändert haben in die Richtung. Und einfach auch eine tolle Fanbase haben, so ehrlich müssen wir sein. Ja, die Stadt dort hat auch eine Euphorie und hat es auch verdient, irgendwann wieder im Profifußball ganz nach oben zu kommen. Ich weiß ja nicht, erste Liga, aber zumindest mal Top, zweite Liga war Bielefeld immer und wird es auch bestimmt immer wieder sein. Und wünsche auch dem Mitch Kniert alles Gute für, dass er das schafft. Es ist schon eine Mannschaft, die in dieser Liga Top 3 erreichen kann, wenn da alle Automatismen greifen, wenn die verletzungsfrei bleiben, wenn man auch mal in schwierigen Phasen zum Trainer hält dort. Ich glaube, das ist auch mal wichtig, weil so eine Kultur entwickelt sich ja immer auch nur mit einem Trainer. Und wir Trainer sind halt auch immer abhängig vom Innen- und Außenpfosten und sowas, glaube ich. Da haben sie vernünftige Leute, haben damals in einer ganz schwierigen Zeit auch die Treue geschworen, letztes Jahr. Und das wird dann belohnt auch. Und ich hoffe, dass es belohnt wird für sie, weil es ist ein Club, wo ich schon mal war und der ähnlich ist auch wie unser Club hier. Sehr, sehr emotional und auch sehr, sehr verbunden zum Verein. Wo setzt man denn dann den Hebel an, wenn alles so gut da läuft? Also wenn man da hinfährt und sagt, wir wollen da punkten, wo siehst du die Schwachstellen da? Wir suchen natürlich nach Schwachstellen, aber uns geht es um uns. Wir sind wichtig.
Ich kann ja nur mich ändern. Ich weiß ja nicht, wenn ich mich jetzt voll vorbereite auf den Gegner und die spielen auf einmal durch eine Rotation mit 5 anderen Spielern und eine Grundordnung, dann war der Plan für... Also deswegen ist bei uns immer nur wichtig, was wir machen. Und nur so können wir diese Mannschaft entwickeln. Ne? Und wenn wir mal bestraft werden und mal richtig einen vom Bug kriegen würden, dann wüsste man, okay, da hat was nicht gestimmt, da und da und da. Aber das war dies ja noch nicht so. Also wäre ja... Natürlich ist es wichtig, wenn du da 2,10 Meter Innenverteidiger hättest, dass du die natürlich anders beschatten musst beim Standard. Sowas ist schon ein Unterschied. Aber am Ende, das ist überhaupt nicht arrogant, sondern es ist komplett bei uns. Wir sind nur bei uns und wollen auch das so weitermachen. Weil wir damit gut fahren und weil auch so, glaube ich, am klarsten ist, kann vielleicht der Chappi mal was zu sagen, was die Aufgabenprofile sind. Wenn du die immer wieder ändern würdest. Ja, also, was ich sagen kann, ist für jeden klar, ist unabhängig von der Position, ist es eigentlich so, dass wir halt alle wissen, okay, wir kommen übers Kollektiv und über das Kollektiv entwickeln wir halt unsere Stärke, wenn jeder weiß, was zu tun ist. Ja, beispielsweise, man sieht das ja bei jedem Standard, also auch Standards meine ich jetzt Einwürfe beispielsweise beim Gegner. Es gibt unterschiedliche Höhen, bei denen wir anders anlaufen, beziehungsweise wo jeder seine klare Position hat. Verrat doch nicht alles, ey. Ey, der spricht hier, als wenn er Pressesprecher werden will, ey. Ich habe nichts inhaltlich gesagt. Ja, Chappi, ey. Auf jeden Fall, es geht darum, dass wir halt jeder genau weiß, was zu tun ist. Und das ändert sich auch nicht von Spiel zu Spiel. So, ne? So, jetzt hat Trainer mich auch wieder gern. So. Ja. Nein, aber ne, also das ist jetzt nur als Beispiel dafür gesehen. Und das ändert sich jetzt nicht von Spiel zu Spiel. Deswegen, ne, also wenn der Trainer sagt, dass wir nur auf uns gucken, dann ist das ein Prozess und dann ist das nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen anders, sondern es ist halt so, dass eine klare Linie von vorne vorgegeben wurde und da integriert sich halt jeder einzelne Spieler. Wenn mal einer rauskommt, ein neuer kommt rein, dann weiß er genau, was zu tun ist. Und das haben wir auch von jetzt im Laufe der Saison auch schon verbessert, dass wir gesehen haben, okay, da greifen auch immer mehr so die Automatismen, dass das vorgegeben wird. Und ja, mit zunehmender Zeit wird es dann auch immer klarer, beziehungsweise ja, trägt seine Früchte. Wie ist der Ablauf heute? Ihr trainiert jetzt und Mittagessen und dann quält ihr euch ins Westfälische? Ja, was eine Qual, oder? In so einem Luxusbus zu fahren wie wir, ne? Vorher noch schön was zu essen haben. Ja. Sind noch Fragen zum Spiel? Wir haben gleich Videoanalyse. Heute Morgen wird ja. Ja, ja, wir müssen nochmal die Setups nochmal prüfen. Was macht man dann so einen Morgen dann vor so einem Spiel? Wie sieht so ein Training dann aus? Anlaufen gegen eine Viererkette, Anlaufen gegen eine Dreierkette, Spiel mit Ball, verschiedene Aufbauszenarien, Standards nochmal. Aber heute mindeste Intensitätsstufe, weil wir sind in der englischen Woche und wollen noch schnell ins Ostwestfälische. Und wie sieht so ein Kameradschaftsabend dann freitags abends aus vor dem Spiel? Was passiert da im Hotel? Kegeln, ja. Was ist da? Was macht ihr da? Habt ihr da auch ein Ritual oder einen Ablauf? Ja, man muss halt sagen, dadurch, dass man natürlich immer zu unterschiedlichen Zeiten auch ankommt, das hängt auch ein bisschen von der Entfernung ab, ein bisschen von der Planung oder auch vom Verkehr, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist es so, dass wir dann ja eigentlich schon unseren Ablauf haben, was das Abendessen angeht. Und danach ist es eigentlich schon so, dass jeder dann gerade nach einer langen Zeit so ein bisschen mal Freizeit hat, Kopf frei kriegen, vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Sauerstoff tanken und dann geht's zu Bett. Dritte Liga heute. Früher in der ersten Liga mussten wir eine Bar und wir mussten auf ein Bierchen zusammenkommen. Krass. So, und ich habe nie Bier getrunken, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und da musste ich es trotzdem bestellen, das Bier. Da gab es noch keinen Alkoholpreis. Ne? Da musste ich es trotzdem bestellen. Was damit passiert ist, sage ich nicht. Aber ich muss es immer bestellen, ja. So. Aber das ist nicht übernommen worden. Ich habe auch nichts dagegen, wenn das ein Spieler mal für sich braucht, um runterzukommen. Mich interessiert doch nur Leistung, wie er da hinkommt, ob er Veganer, laktoseintolerant oder Peschetarier, Vegetarier ist, ob er nach Mekka betet oder irgendwo zum... Weiß ich nicht, Priester nach Rom bete, dass mir völlig ihre Leistung zählt. Alle zusammen. Gut, haben wir das geklärt. Gibt es noch Fragen? Nein. Dann sehen wir uns alle. Sehen wir uns alle morgen in der Schüko Arena in Bielefeld. Bis dann. Vielen Dank.